Ich habe gerade gehört, du hast vom Bürgermeister verliehen bekommen, die Badanzug. Nicht? Beim Empfang. Die KG Sturmer Labore von 1946 e.V. lud zum Arschbombenwettbewerb ein. Neben mir steht der Happy Hasche von der Sturmer Labore und wir sind hier im Schwimmbad in Stommel. Was macht eine Karnevalsgesellschaft im Schwimmbad in Stommel? Erzähl uns das jetzt mal ganz schnell. Also kein Bastelorentiere im Sommer, sondern einen Arschbombenwettbewerb auf Initiative unseres amtierenden Dreigestirns. Auf Initiative? Sind die im Schwimmverein oder was? Nein, die Idee ist entstanden zur Proklamation letztes Jahr. Da hat das Dreigestirn natürlich die neue Aquarena gewürdigt und dann zusammen mit dem Bürgermeister bei der Proklamation den Arschbombenwettbewerb ausgerufen, in der Hoffnung, unser Bürgermeister Frank Keppler würde teilnehmen, aber leider ist er wohl anhand anderer Termine verhindert. Aber es kann da gar keinen wichtigeren Termin geben als Arschbombensprengen im Stommeler Freibad, oder? Das ist wohl wahr. Gut. Werden wir ihn dann mal fragen, wenn er dann nachher kommt. Sehr schön. So, 10, 20. Das amtierende Dreigestirn aus Stommel löste sein Versprechen in der letzten Session ein und forderte alle Hoheiten der Pohlheimer Dreigestirne zu diesem Wettbewerb heraus. Hier mal die 10 und einmal die 9, 49. Bei der Proklamation unserer Autoritäten nahm mit der Feststellung, dass unser Bürgermeister noch nie in unserem neuen Schwimmbad schwimmen war, diese Idee Gestalt an. Der Wettbewerb wurde in Verbindung mit dem diesjährigen Sommerfest der Aquarena am Samstag, dem 14. Juli, durchgeführt. Wie Sie sehen, gab es auch einige Arschbomben-Profis unter den Springern. Sehr schön. 3 mit 10, 3 mit 9, dann sind wir noch bei 47. 37, 46. Der eine oder andere wollte vielleicht doch lieber wieder zurück. Ja, das war Judo. Manche wollten gar nicht mehr hochkommen. Aber am Schluss gab es einen Sieger. Das war der Bauer des Stommeler Dreigestirns 2018, Tom Bödecker. Und alle versprachen sich in die Hand und auch ins Kölschglas, dass sie nächstes Jahr wieder dabei sind.